Guten Tag, hat er gesagt. So, heute, ja, heute ist mir irgendwie dazu oder danach, ne, ein bisschen aufzudecken. Wir haben ja noch ein, hat Elfi geschrieben, ein Wachturm. Beim ersten hier, ne, beim überfluteten, oh Gott, bin ich heute durcheinander. Oh, ein großer Lachsberg haben wir auch noch richtig viel aufzudecken. Da fahren wir einfach mal weiter, würde ich sagen. Wir sind hier oben angekommen. Ich weiß jetzt gar nicht so richtig, fühlt sich hier noch nicht so heimisch alles an. Ob ich am besten jetzt hier so lang fahren kann, weil hier oben geht es ja auch noch lang, ne? Wollen wir hier einfach mal lang fahren? Dann fahren wir hier, nehme ich mal den Tuss, den wir hier rum haben. Den Tatarin. Und dann schauen wir mal, was heute uns so ergibt. Weil das Gute ist, wenn wir umfallen, können wir uns bergen lassen. Mitnichte nicht. Ich wollte auch mal hier die Statistik nachgucken. Wie viele Upgrades haben wir? Drei haben wir hier schon. Okay, gut, etwa. Das heißt, empfehlen uns ja nur hier drei. Mal ein bisschen aufdecken hier. Ne? Dann können wir den ganzen Weg nämlich weiterfahren bis hier nach hinten. Auch gar nicht mal schlecht hier für so ein Donnerstagprogramm. Kann ich jetzt hier einfach rückwärts runter eiern? Wahrscheinlich schon, ne? So, siehst du? Dann geht es hier nämlich auch gut los. Dann kann man gut lang. Wollte ich schon sagen, außer dass meine Maus jetzt gar nichts machen wollte. Klappt das ja wenigstens hier. Nicht zu weit, mein Freund. Oh, ich meine. Ich hätte gerne so ein Gefährt zur Arbeit. Also nicht wegen dem Verbrauch und sowas, ne? Der hatte also nicht nur Kosten auf ihr Umwelt, sondern einfach so dieses. Ich hätte so manchmal gar kein Problem zu früh morgens, besonders früh morgens, ne, wenn alle so verpennt sind und irgendwie teilweise das Gehirn zu Hause gelassen haben im Straßenverkehr, dass sie damit dann einfach über welche rüber zu fahren. Also natürlich steigen die vorher aus, ne? Das ist klar, aber. Manchmal ist es echt sehr grausam, was so früh so passiert. Und ich mir immer nur denke, also ich reg mich da nicht auf. Ich bemitleide die Menschen immer und denke mir, Gott, ey, ne, wenn sie hier schon Probleme haben, wie mag es nur so bei anderen Situationen im Leben zu sein? Aber ja, da taste immer wieder. Nachmittags geht's meistens, aber von morgens ist es ganz, ganz schlimm. So, Kaffee darf ich mir gönnen. Die eine Quest, die wir hier haben, die will ich natürlich annehmen, die gleich kommt. Dann könnt ihr immer auf die Karte gucken, hier von den Stämmen. Muss ja auch noch zwei wohin bringen hier. Einmal zur Jagdhütte und einmal zu Franks Haus. Oder wollen wir es richtig deutsch machen? Dann heißt es Franks Haus. Nee, da sind wir am Ende zu steil. Da muss ich schon hier vorne lang fahren. Auf jeden Fall ein bisschen angenehmer. Dann können wir nämlich jetzt gleich gemütlich Quest hier annehmen. Ja, und dann sagt er wieder weiter oder nicht weiter. Ich warte neben mit dem Mülltonnen. So, was wäre denn jetzt hier noch so? Ne? Hier geht es dann wieder so zurück zur Hauptstraße. Ist okay, zum Portal direkt.
Oh, die haben wir, glaube ich, gar nicht angenommen hier. Jagdbedarf. Oh, shit. Oh, shit. Ich würde sagen, fahren wir hier erstmal weiter. Ja, hab ich nie gesehen, ne? Schade. Sieht das bei mir einspeichern, weiß ich auch noch nicht, dass die dann fehlt. Hoffe schon. Einmal durch die Tannenhof. Durch die Tannen. Ah, naja. Ne. Andere können die Auto fahren. Ich habe mein Deutsch vergessen. Das könnte so einfach sein, ne? Deutsch hat ja der jetzt mit den ganzen Artikeln davor. Stellt euch mal vor, hier dieses Lied, ne? Okay, es gibt ja Kinderlied. Der, die, das, dim, dim. Der, die, das. Und jetzt in Englisch. The, the, the. The, the, the. Würdest du denken, das ist mehr so, geht um eine Fliege? Oder? So, hier ist ein Abgabeort, denke ich mal. So, den haben wir nach hier noch was. Mich tangiert das, aber mehr jetzt erstmal dahin zu machen, wo der Turm da steht. Lass mal uns das da ein bisschen angucken. Wird vielleicht ein bisschen besser sein, so. Ein bisschen links, ein bisschen rechts. Da hast du doch schon mal was und dahinter ist gleich der Wachturm. Kommen wir, oder dürfen wir hier so rankommen? Wahrscheinlich, ne? Ja. Können wir direkt hier hochfahren. Sehr, sehr schön. Das scheint auch noch eine Quest zu sein. Oder ich muss den da abliefern. Upgrade. Oh, da hinten, ne? Also ich würde sagen, wir fahren hier gleich runter. Machen das hier Wohnbereich mit. Fahren hier hinten einmal lang. Uns das Upgrade. Ja, und dann müssten wir ja eigentlich wieder da so zurück, ne? Kann man das nicht besser machen? Wir fahren hier so lang. Irgendwie hier so. Dann hier so durch. Und dann irgendwie das Upgrade. Hört sich nach einem richtig guten Plan an. Wenn es eben auch so funktioniert, ne?
So. Ich glaube mal schon. Ist ja das Schöne, man kann so lange fahren, bis wirklich ja der Saft ausgeht, der Tank leer geht. Kann man hier einfach so rumdübbeln. Der fährt eben auch überall durch. Und das ist der Vorteil von Tatarin. Und die anderen nicht so. Tannenweg, weg damit. Muss ich jetzt wirklich da lang oder habe ich mir das falsch markiert? Okay, geht noch so. Halbwegs guter Weg hier. Ja. Aber lieber so mal ein bisschen hin und her, man unterschätzt es. Also hier mit diesen Ausscheren richtig einlenken. Wenn es nämlich schräg wird und ich über so eine kleine Klippe darüber fahre, kann das echt mal böse aussehen. Haben wir ja dutzende Male schon gemacht. Und das ist auch nicht so geil. Ja, da können wir den ganzen Weg, den wir gerade gefahren sind, auch dann wieder zurückfahren. Wozu muss man doch gucken, ne? Entweder markiert sich das wesentlich mehr oder guckt eben halt mehr auf die Karte. Aber noch geht's hier hinten, ne? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir hier mit den fetten Autos so die Probleme haben werden. Aber gut, das fühlt sich natürlich mit den Tatarinen immer wesentlich anders an als mit jedem anderen Fahrzeug. Muss man dazu auch mal sagen. Rechts, einmal links. Habe ich mich nur vertan mit markieren? Ja, eigentlich schon, ne? Bei da können wir ja, naja, einfach hier so lang. Aber so weit was von. Ja, oh, das geht alles. Und dann haben wir schon die nächste. Aber wir kommen gut vorwärts, ey. Oh. Die Schaukeln gefällt mir gar nicht. Ah, hier sind die Unterkünfte. Ja. Das Unterkunft Baustelle, das ist ja auch gar nicht schlecht. Ist ja zumindest nicht so weit weg. Aber hat der Erwin schon mal geschrieben, man braucht so viel Material dafür. Nur diesen Frachtcontainer, da wüsste ich jetzt nicht, wo der ist. Und noch anderen Krimskrams und sowas. Ne? Das sind sehr, sehr nervig und viel ist. Und das alles dann zu herzustellen und dann hierhin zu liefern. Beziehungsweise. Alles zu machen. Elfi hat ja geschrieben, die hat jetzt durch den Tipp da von Erwin, konnte sie sich da die alten Sachen denn da holen, die alten Container, also Unterkünfte.
Und hier einfach in Kahn. Hat sich damit dann eine Menge Arbeit gespart. Oh, mit dem großen Auto wäre das hier ein bisschen mehr ein Problem gerade. Na, hier ist nur so ein Holzdingens. Ne? Park hier schon irgendwo. Ah so. Gar nicht mal genommen. Und dann wollten wir ja da hinten raus, wenn es geht, ne? Wenn es denn so geht, aber ich denke mal schon. Hier so rein. Oh. Ja, der Weg scheint nicht schlecht zu sein. Aktiv Federung für den ANK. Okay, cool. Den haben wir. Frage ist nur, ob wir heile hier wieder hochkommen. Ah, ich denke mal schon, okay, mal wie der hier durchräubert. Oh ja. Ja, und das meint ihr, kann so schnell gehen. Mal, dann bist du auf so ein. Ich glaube hier, ich weiß nicht, was wir hier oben verpasst hätten. Hier ist ja der andere, da können wir aber auch noch andersrum fahren. Okay. Wir, ja, lassen uns in Bergen, ne? Es geht so schnell. Und abstellen besonders. So, abstellen erstmal. Und dann wollten wir hier oben noch, ne? Wollten wir ja auch noch hoch. Da fehlt ja auch noch einer. Und den sollten wir mindestens kriegen. Die Karte, für den Kartenerfolg wäre das echt wichtig. Nein, ich würde den einsetzen. Die Frage ist nur, wie kommen wir denn da am leichtesten nach oben? Wie Gefühl, ich muss hier so lang. Also erstmal. Hier so, ne? Also weder von hier oder von da. Irgendwie so. Bin mal gespannt, ob das so genau der. Wie mir das denke. Hier ist noch voll duster. Bei der anderen Karte war ein bisschen heller schon. Ich bild mir das nur ein. Er steht hier schon abfahrtbereit. Mit Holz für die große Aufgabe. Ja, was heißt für die große Aufgabe, aber wisst schon, wie ich meine. Das ist ja dann auch so die nächsten Tage, was ansteht. Bin mal gespannt, wie das geht jetzt hier richtig gut nach oben.
Lake Pall einfach sehr, sehr viel. Warte ein bisschen heller mal. Obwohl ich das natürlich jetzt wieder so als Bildchen. So ein geil finde. So, die anderen hatten ja hier immer die Probleme hochzukommen. Das ist für ihn natürlich nicht so das Problem. Aber jetzt hätten wir hier so ein Halbet. Aber jetzt ist wirklich nur ein Halbet. Naja, guck mal hier. Hier ist ja auch ein Weg. Ich habe noch nie gesehen, dass hier im Weg ist. Das ist ja mies, ne? Oh, oh, oh. Boah, sogar einmal links, einmal rechts lang. Hier wieder ein Geklettere hier. Ich weiß nicht, ob das hier der richtige Weg ist. Der andere sah voll steil aus. Gefühlt muss ich mehr hier so lang. Also irgendwas stimmt hier nicht. Okay, das mag er hier auch gar nicht. Aber gar nicht, ne? Ich werde doch hier nicht einfach rüber schaffen, oder? Wenn ich das jetzt hier einfach rüber schaffe. Der nimmt die nicht. Das finde ich blöde Sau. Mehr hier vorne. Nee, echt nicht. Glaub mal, ja, ne? Ich kann mir noch vorstellen, vielleicht, eventuell, dass wir mal das hier mit dem Arsch irgendwie machen. Ja, lass mal bitte los. Dass das vielleicht nur an Erfolg trägt. Nicht wirklich. Ich hab's probiert. Okay, gut. Schade, also dann müsste ich irgendwie voll die harten. Ich würde fast sagen, wir graben uns hier nächstes Mal hier so rechts hoch.
versuchen irgendwie hier dann dazwischen zu kommen. Aber das beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.